Unser nächstes Panel heißt Die große Bürde zum Umgang mit internationalen IS-Anhängerinnen und die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft. Seit Frühjahr 2019 ist der IS militärisch zumindest vom SDF und von der Anti-IS-Koalition besiegt worden. Baghouz, das letzte IS-Kalifat, wurde besiegt. Es gab damals eine große Überraschung, wie viele IS-Kämpfer sich und angehörige Familien sich dort eigentlich noch aufgehalten haben. Viele von ihnen sind danach in die Gefängnisse und in das Al-Hol-Lager gekommen. Über die Situation und was danach passiert ist, wird uns Thomas Schmielinger gleich einen Eindruck geben. Ich möchte aber kurz meine drei Gesprächspartner vorstellen, die aus ganz unterschiedlichen Perspektiven sich diesem Thema annähern werden. Thomas Schmielinger hat auch gestern schon mit uns gesprochen hier auf dem Podium, ist Politikwissenschaftler, Sozial- und Kulturanthropologe in Österreich und bereist seit 1999 immer wieder die Region Syrien und Kurdistan und veröffentlichte im Abstand einiger Jahre drei Bücher, die sich mit der Region beschäftigen und die auch heute am Büchertisch, den wir in der Mittagspause wieder aufbauen werden, zu kaufen sein werden. In Wien unterrichtet Thomas Schmielinger an der Universität und an der Fachhochschule und berät österreichische EU-Abgeordnete zu Themen, die die Region betreffen. Neben Syrien und dem Irak arbeitet er unter anderem zum Sudan und zum Kosovo und publiziert zum Verhältnis von Religion und Staat und religiösem Extremismus. Seit 2013 ist er Mitherausgeber des Wiener Jahrbuchs für kurdische Studien. Und wie ich gestern schon erwähnt habe, war er zuletzt im Juli in der Region. Genau, und wird auch jetzt zu dem Thema sozusagen nochmal aus den letzten Eindrücken von vor Ort berichten. Dr. Markus Seel ist uns online zugeschaltet, weil er tatsächlich, wir ihn erst letzte Woche gewinnen konnten, uns mit seiner juristischen Expertise zum Thema heute seinen Beitrag hier zur Konferenz zu leisten. Er ist Jurist, stellvertretender Chefredakteur der Legal Tribune Online und hat sich mit Urteilen zur Rückholpflicht und entsprechender Nationalstaaten diverser Gerichtsverfahren, die sich mit der Rückholung und dem, was dann danach mit den IS-Anhängerinnen passiert, beschäftigt. Adnan Khalil, freut mich besonders, dass wir ihn heute zuschalten können, aus Kamischloh, ist Geschäftsführer der humanitären Organisation Purity, Medico-Partner, die sich auf die psychosoziale Unterstützung spezialisiert haben. Also sie arbeiten viel mehr im Rahmen der psychosozialen Arbeit und in der Sozialarbeit. Und Purity leitet ein Projekt mit inhaftierten IS-Minderjährigen, das ist ein sehr komplexes Thema, über das wird er gleich sprechen, in zwei Gefängnissen und einem Rehabilitierungszentrum in der Region, wo es darum geht, die Situation dieser Minderjährigen zu verbessern, mit ihnen auf sozialer und psychologischer Ebene zu arbeiten und eine Art Resozialisierung zu machen, soweit das in diesen Gefängniskontexten möglich ist. Ich selber hatte mit meinem Kollegen dieses Jahr die Gelegenheit, gemeinsam mit anderen und Kollegen von Purity diese Gefängnisse zu besuchen. Das war für uns sehr eindrücklich. Auch darüber kann ich gleich nochmal berichten und möchte noch darauf hinweisen, dass ein sehr einschneidendes Erlebnis damals für Adnan, für Purity war, der Angriff des IS Ende Januar diesen Jahres auf das Gefängnis in Hasake, wo sie eben arbeiten und wo sie gerade dabei waren, die Aktivitäten mit den Minderjährigen zu beginnen. Sie haben mit der Gefängnisverwaltung gesprochen, sie haben mit den Mitarbeitern in den Gefängnissen, mit den Sicherheitskräften Trainings dazu gemacht und bei diesem Angriff des IS Ende Januar, der einige Tage gedauert hat, wo die Insassen dann einen inneren Aufstand geprobt haben, ist die gesamte Gefängnisverwaltung umgekommen, ermordet worden. Die Mitarbeiter, mit denen sie damals in Kontakt waren, sind bei diesen Kämpfen umgekommen. Und ich weiß noch, dass wir mit Adnan und auch anderen Mitarbeitern kurz danach oder in dem Zeitraum gesprochen haben und das ja auch für mich immer noch ein sehr einschneidendes Erlebnis auch war, zu sehen, was auch diese Arbeit in dem Kontext bedeuten kann. Ja, ich möchte jetzt aber gar nicht zu lange reden, sondern möchte euch dreien die Gelegenheit geben und würde erst Thomas bitten, nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, wie ist es eigentlich dann nach 2019 weitergegangen. Es gibt die Anti-IS-Koalition, militärisch war der IS besiegt, aber was eigentlich danach mit den IS-Kämpferin passiert, gab es eigentlich keinen wirklichen Plan. Und bis heute ist es auch immer noch ein Problem, wie gerade mit den internationalen Kämpfern umgegangen wird. Ja, vielen Dank. Ich werde mich bemühen, einen kurzen Überblick sozusagen über diese Entwicklung der letzten drei Jahre hier zu geben.
Es beginnt natürlich schon ein bisschen früher, da natürlich die ersten Kriegsgefangenen schon vor dem endgültigen Fall von Barus, der letzten IS-Enklave, wenn man so will, in Haft genommen worden sind. Es hat einige Leute gegeben, die in der Aussichtslosigkeit der Lage sich dann irgendwann freiwillig gestellt haben. Es sind aber natürlich auch bei den Kämpfen Leute festgenommen worden und da sich die syrischen demokratischen Kräfte im Großen und Ganzen an das humanitäre Völkerrecht immer gehalten haben, haben sie auch Kriegsgefangene genommen und anders als einige andere militärische Kräfte in der Region damit relativ viele Kriegsgefangene unter ihrer Kontrolle gehabt. Also da hat es im Irak teilweise andere Vorgangsweisen gegeben wie im Nordosten Syriens. Da auch die letzte Enklave eben Barus dann von den syrischen demokratischen Kräften mit Unterstützung der internationalen Koalition eingenommen worden ist und in dieser letzten Enklave natürlich noch sehr viele Kämpfer und ihre Angehörigen übrig geblieben sind, ist es so, dass quasi das Gros der IS-Gefangenen dann den syrischen demokratischen Kräften geblieben sind. Und man muss sich das so vorstellen, als Barus im Frühjahr 2019 eingenommen worden ist, dass im Wesentlichen diese Leute, also es muss ein unglaubliches Chaos dort gewesen sein, ja. Die Leute wurden im Wesentlichen entwaffnet und auf LKWs verladen und dann im Großen und Ganzen in das Camp Al-Hol gebracht. Das ist ein Camp in der Nähe der irakischen Grenze, eigentlich westlich von Jingal. Und dort wurde einmal dafür gesorgt, dass sie nicht wieder rauskommen. Das waren aber dermaßen viele Menschen, dass die syrischen demokratischen Kräfte natürlich völlig überfordert waren, hier ein wirkliches, wenn man so will, Gefängnisregime zu errichten. Die Männer, also die Kombattanten, sind in notdürftige Gefängnisse gebracht worden. Die waren jetzt nicht in Al-Hol, aber es gibt natürlich auch in der Region keine Gefängnisse, zumindest nicht in dem Ausmaß, wie wir es in Europa kennen, mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen. Das heißt, irgendwelche Gebäude wurden zu Gefängnissen umfunktioniert. Die nach Al-Hol sind im Wesentlichen Leute gekommen, die man als Nicht-Kombattanten eingestuft hat, also Frauen, Kinder, ein paar alte Männer, aber das waren allein schon Zehntausende, die da kontrolliert werden mussten. Und da viele von diesen Angehörigen des IS hochgradig ideologisiert waren und sind, muss man sich Al-Hol wirklich so vorstellen als eine Art Mini-Kalifat, das weiter existiert, das zwar umstellt ist und unter Kontrolle ist im Großen und Ganzen. Also es hat schon immer wieder Fälle gegeben, wo Leuten die Flucht gelungen ist, aber im Großen und Ganzen ist es sozusagen dahingehend unter Kontrolle, dass die Leute nicht rauskommen, aber es ist nicht dahingehend unter Kontrolle, dass man genau wüsste, wer wo ist. Es ist nicht dahingehend unter Kontrolle, dass man Gewalttaten innerhalb des Camps verhindern könnte. Es gibt immer wieder Morde von Gefangenen an anderen Gefangenen und es sind de facto viele der Strukturen des sogenannten Islamischen Staates innerhalb dieses Camps weiter intakt, inklusive sozusagen der Moralpolizei. Dort wird quasi die Ideologie des sogenannten Islamischen Staates auch weiter an die nächste Generation weitergegeben und das halte ich für eines der größten Probleme in diesem Zusammenhang. Die Selbstverwaltung Nord- und Ostsyriens ist selbstverständlich nicht in der Lage, hier die Fälle juristisch zu bearbeiten und Prozesse gegen die Insassen durchzuführen. Sie ist maximal in der Lage, das Ganze so weit unter Kontrolle zu halten, dass es keine akute Gefahr ausgehend von diesen Lagern und von den Gefängnissen gibt. Es gibt zumindest zwei große Fälle, wo man sehen kann, wie prekär die ganze Situation ist. Das eine war im Oktober 2019, als die Angriffe der Türkei auf die Grenzregion
die dann in der Besetzung von Serikanie und Al-Abjad gemündet haben, dazu geführt haben, dass eines der drei großen Camps, in denen sich IS-Angehörige befunden haben, nämlich das bei Ain Issa, die Leute sind dort freigekommen und sind letztlich heimspaziert über die Türkei, so ungefähr. Das heißt, wir haben seither nur mehr zwei von den drei Camps, in denen sich Angehörige von IS-Kämpfern befinden, nämlich das Camp Roche in der Nähe von Derik und das größere Al-Hol-Camp. Das Camp Roche ist definitiv, also ich habe beide Camps besucht, das Camp Roche ist definitiv besser unter Kontrolle, was jetzt die interne Kontrolle des Camps betrifft, hat auch eine bessere Infrastruktur. Dort sind teilweise auch Leute, die für weniger gefährlich gehalten werden. Auch viele der Europäerinnen sind dort, aber nicht alle. Al-Hol ist weiterhin, glaube ich, was die Angehörigen betrifft, das größte Problem. Aber das zweite große Problem sind natürlich die männlichen Kämpfer, die als Kombattanten in diesen verschiedenen Gefängnissen untergebracht sind. Und da hat sich natürlich das Problem gestellt, dass es, wie gesagt, keine ausreichenden keine Gebäude mit ausreichenden Sicherheitsvorkehrungen, wie das Gefängnisse sonst sind, gegeben hat und dass vielfach natürlich Gebäude mitten in besiedelten Regionen genutzt worden sind. Und eines davon war eben in einem der arabischen Viertel von Hasaka. Das ist der Fall, den du jetzt schon erwähnt hast, vom Jänner dieses Jahres, als dort nicht nur ein Gefängnisaufstand stattgefunden hat, sondern das war ein Aufstand, der akkordiert war mit einem Angriff von außen. Also das war ein wirklich gezielter Angriff, der zur Befreiung der Gefangenen, und es spricht vieles dafür, auch zur Übernahme der Stadt Hasaka durch den IS führen hätte sollen. Es hat dort über eine Woche gedauert, letztlich die Lage wieder unter Kontrolle zu bringen. Ich habe das persönlich aus einer anderen Perspektive mitbekommen wie eure NGO, nämlich es ist zufällig eine persönliche Freundin von mir, eine Araberin aus Hasaka, war gerade zu Besuch bei ihren Eltern, zwei Straßen weiter, und ich habe dann jeden Tag mit ihr telefoniert, wie es ihr geht, weil vor der Türe sozusagen die IS-Leute herumgerannt sind und herumgeschossen haben und sich die Zivilisten in ihren Häusern verschanzen mussten. Also das war auch für die Zivilisten in Hasaka ein großes Problem und führt jetzt auch immer wieder zu Diskussionen innerhalb der Bevölkerung der Selbstverwaltung, weil sozusagen niemand diese gefährlichen Gefangenen bei sich ums Eck haben will. Hier geht es jetzt in diesem Panel primär jetzt um die europäischen Gefangenen. Man sollte aber nicht vergessen, dass natürlich das Gros der Gefangenen schon keine Europäer sind. Ja, das sind Syrer, Iraker, auch aus anderen arabischen Staaten, Libyen, Tunesien. Und selbst wenn wir alle europäischen Gefangenen zurücknehmen würden, was ich für eine absolute Notwendigkeit halte, wären noch genug Leute in der Region, mit denen die syrischen demokratischen Kräfte zu tun hätten, und bräuchten sie auch Unterstützung, um mit diesen fertig zu werden. Was es die europäischen Staaten betrifft, war es so, dass insbesondere die westeuropäischen Staaten von Anfang an sehr, sehr zögerlich mit der Rücknahme von ihren Staatsbürgern waren. Mittlerweile haben einige Staaten, darunter auch Deutschland, doch zumindest einen Teil der Frauen und Kinder zurückgenommen. Mein Staat Österreich war diesbezüglich leider bisher einer der, ja, sagen wir es mal so, zurückhaltendsten Staaten. Von uns wurden erst 4 Kinder zurückgeholt, noch keine einzige Erwachsene. Und dafür hat es massiven Druck gebraucht. Es sind sehr wenige Staaten, die tatsächlich ihre gesamten Staatsbürger zurückgenommen haben. Meines Wissens nach ist es in Europa nur der Kosovo. Also die meisten beschränken sich tatsächlich auf Frauen und Kinder, und sozusagen die schlimmsten Fälle lasst man den Kurden. Und das ist nicht nur jetzt
ein moralisches Problem, sondern es ist auch ein Sicherheitsproblem für Europa auf Dauer. Ja, und ich denke mir, das ist schon wichtig, wie wir in Europa diesbezüglich argumentieren. Denn wir haben jetzt 1,5 Tage schon darüber gesprochen, wie prekär die Situation im Nordosten Syriens ist. Niemand garantiert uns, dass auf Dauer diese Leute tatsächlich dort sicher verwahrt sind. Es ist einfach auch sicherheitspolitisch die wesentlich bessere Option für Europa, gerade auch die gefährlichen Leute nach Europa zurückzubringen, hier vor Gericht zu stellen, in einem rechtsstaatlichen Verfahren auch abzuurteilen und dann hier, die meisten europäischen Staaten haben Gesetze, die ihnen zumindest mehrjährige Haftstrafen ermöglichen werden, sie dann hier sicher zu verwahren, als das Problem sozusagen auf dem Rücken der Selbstverwaltung abzulegen. Ich fürchte aber, und ich habe diesen Vergleich schon einmal gehört und ich finde ihn nicht so ganz unpassend, dass wir im Nordosten Syriens ein bisschen ein europäisches Guantanamo haben, dass nämlich europäische Staaten versuchen, hier sozusagen in einem international rechtsfreien Raum sich ihrer Problemfälle zu entledigen und sich nicht mehr dafür verantwortlich zu fühlen. Das ist nicht nur menschenrechtlich problematisch, sondern es ist auch sehr, sehr unklug für die Zukunft in Europa. Und das wahrscheinlich Problematischste ist aber natürlich, dass dort, ich habe schon einmal erwähnt, Kinder in diesen Camps aufwachsen, die europäische Staatsbürger sind und die irgendwann auch erwachsen werden und die, wenn sie einmal aus diesen Camps rauskommen, definitiv nicht an einer Einreise gehindert werden können in einem europäischen Land, weil sie Staatsbürger sind, sich auch selbst nichts zu Schulden kommen haben lassen, also auch nicht im Gegensatz zu ihren Eltern nach irgendwelchen Terrorparagraphen eingesperrt werden können, aber dann jahrelang in so einem Camp sozialisiert worden sind, wo sie einerseits die Erfahrung der dschihadistischen Propaganda durch ihre Mütter und deren Freundinnen oder Schwestern, wie es die Dschihadisten immer sagen, erlebt haben und andererseits aber auch die Erfahrung gemacht haben, dass sie Gefangene waren und dass die Staaten, deren Staatsbürger sind, sich nicht um sie gekümmert haben. Und das ist natürlich eine Idealsituation für dschihadistische Radikalisierung in der nächsten Generation. Danke dir, Thomas. Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass es hier auf mehreren Ebenen einfach noch ganz viel zu tun gibt und vor allen Dingen die Leute vor Ort Unterstützung benötigen. Ich würde jetzt gerne Adnan von unserer Partnerorganisation das Wort geben, die sich in genau diesem Kontext mit Minderjährigen beschäftigen, die unter IS gelebt haben, zum Teil gekämpft haben. Genau, und die sozusagen lokale Sozialarbeiterinnen sind, die in die Gefängnisse gehen und dort mit ihnen arbeiten. Und Adnan, du hast jetzt genau das Wort und kannst gerne nochmal über eure Arbeit und auch über die Schwierigkeiten da besprechen. Hello everyone. Hallo an alle. Ich bin Adnan, der Exekutivdirektor von der Menschenrechtsorganisation Purity. Danke, dass Sie mich heute hier eingeladen haben. Ich möchte betonen, dass eine solche Konferenz mit der gibt uns Hoffnung, dass wir nicht alleine sind. Also vielen Dank dafür. Ich würde gerne nochmal zurückgehen und die Organisation vorstellen. Es ist eine lokale Organisation, damit ihr wisst, was wir als humanitäre Organisation machen. Purity wurde 2019 gegründet als eine Antwort auf die Probleme in der Region,
und Angriffe auf die Region. Als Purity versuchen wir uns auf Projekte und Programme zu fokussieren, die einige Lücken füllen, wo es noch Bedarf gibt, wo es noch nicht, die noch nicht erfüllt sind. Zum Beispiel Kinder und Frauen, die vom Krieg am meisten betroffen sind. Wir haben gemerkt, dass es bestimmte Orte gibt, wo es einfach nicht genug Unterstützung gibt oder gar keine Unterstützung gibt. Deshalb haben wir versucht, ein Pilotprojekt zu starten, damit wir diese verschiedenen Zentren uns anschauen. Wir haben unser Programm dort gestartet in den Gefangenenlagern. Da haben wir ein größeres, langfristigeres Projekt gestartet, um eines der größten Gefangenenlager zu besuchen in Nordsyrien, das Sinai-Gefängnis. Und ich möchte auch gerne einen Einblick geben in die Programme, die wir machen. Es gibt zwei, also mentale Gesundheit und Bildungsprogramme sind die zwei Hauptaspekte dessen. Als Purity haben wir ein großes Team von lokalen ErzieherInnen und MitarbeiterInnen. Und gemeinsam mit ihnen überlegen wir, wie wir mit diesen Situationen umgehen und die notwendige Unterstützung besorgen. Wir machen informelle Bildungsprogramme, die entwickelt werden durch auch mit der Hilfe von Organisationen wie UNICEF und anderen Organisationen, um den Prozess zu unterstützen und diese Menschen zu rehabilitieren. Wir machen diese Projekte jetzt weiterhin in diesen Gefangenenlagern an verschiedenen Orten. Wir können auch uns konzentrieren auf die Situation, auf die aktuelle Lage, die für alle, die gerade für alle sehr schwierig ist, wie wir bereits schon gehört haben. Als eine von der NGO-Perspektive wissen wir, dass Gefangenenlager ein sehr schwieriges Thema sind und dass Menschen Rehabilitationsmöglichkeiten brauchen. Aber solche Prozeduren können nicht nur von einigen lokalen Akteurinnen durchgeführt werden in Rojava. Wir haben diese Gefangenen, sowohl Kinder als auch Erwachsene, sowohl Minderjährige als auch Erwachsene. Und sie werden nicht in ihre Länder zurückgeschickt. Und die Situation ist schon sehr lange so. Wir wissen, dass wir können einiges von unserer Seite tun, um den Kindern und diesen Menschen zu helfen. Sie auf das normale Leben wieder vorzubereiten und zu rehabilitieren. Und legale Prozeduren eben durchzuführen, um nach Hause zu kommen. Aber gleichzeitig wissen wir auch, dass da sind auch andere Bedürfnisse in der Region. Zum Beispiel, statt diese Gefangenenlager aufrechtzuerhalten, könnte man auch schauen, dass es Rehabilitationszentren zum Beispiel gibt, stattdessen, wo sie bleiben können, anstatt alleine in den Gefangenenlagern auszuharren.
was auch für uns die Arbeit erleichtern würde, wenn wir sie reintegrieren möchten. Und so wäre es auch einfacher für die Länder, die Leute zurückzuholen. Jetzt, ja, wir machen jetzt unsere Projekte weiter und versuchen, diese Unterstützung zu gewährleisten und bereitzustellen. Aber unabhängig von der Situation gibt es diese täglichen Bedrohungen von verschiedenen Akteuren, durch verschiedene Akteure. Da sind so viele Bedürfnisse, auf die man sich konzentrieren müsste. Und da ist sehr, sehr viel zu tun und auch sehr viel Unterstützung. Es müsste mehr Unterstützung geben, um die Menschen zu beschützen. Es ist eine sehr sensible Zeit. Also wir sind auch in Gefahr, wenn wir in solchen Orten uns bewegen. Also es ist auch immer ein Risiko. Also diese Drohungen durch die Türkei beispielsweise, also sie versuchen damit auch den IS wieder zu beleben. Einer der Orte, auf die wir uns konzentrieren, sind diese Gefangenenlager, wo es Tausende von IS-Anhängern oder Kämpferinnen gibt. Wir wissen, dass wenn etwas passiert, diese Orte plötzlich explodieren könnten. Also ich bin mir dessen bewusst. Es ist eine Frage, ob wir darauf rechtzeitig reagieren können. Also das alles ist sehr empfindlich und auch riskant. Und die Situation könnte sich auch noch verschlimmern, wenn nichts getan wird. Und die Kinder brauchen Unterstützung, die Minderjährigen brauchen Unterstützung. Sie sollten nicht in diesen Gefangenenlagern bleiben, sondern wir sollten sie psychologisch unterstützen mit Bildungsprogrammen, die dabei helfen, das alles zu verstehen, sich zu verstehen. Von unserer Erfahrung her sehen wir, dass wir das über die Kinder machen können. Also es war erstmal nicht einfach, dass sie uns akzeptierten als NGO und dass wir nicht eine von ihnen sind. Also sie zu bilden und so weiter war nicht so einfach. Aber Tag für Tag wurde es einfacher. Und wir merken, dass sie jetzt mehr Bereitschaft haben, mit uns gemeinsam zu arbeiten. Dass sie sich in Aktivitäten beteiligen und in den Programmen beteiligen. Und dass sie mehr Interesse an dem öffentlichen Leben haben. Sie kaufen sich Wörterbücher und Bücher, um zu lernen. Also wir sind sehr froh, dass wir einige Errungenschaften erreicht haben, sodass sie wenigstens ein bisschen vorbereitet sind auf das Leben. Und dass sie vielleicht einfacher den Einstieg ins Leben wieder schaffen. Ich denke, dass ich habe versucht, mich so kurz wie möglich zu fassen, aber das ist das, was Purity macht und das unsere Projekte sind. Eine weitere Sache ist, dass es ein neues Rehabilitationszentrum geben wird. Am 13. diesen Monat wird es eröffnet. Es wird vielleicht eines der größten Rehabilitationszentren sein. Ich weiß nicht, ob das hier reinpasst gerade, aber das wird auf jeden Fall eines der größten Rehabilitationszentren
Und es orientiert an internationalen Standards. Und ich hoffe, dass viele Minderjährige aus Orten wie Gefangenenlagern und so weiter werden dann in diese Rehabilitationszentren übergeführt und dort psychologische Unterstützung erhalten. Wir glauben, dass solche Orte sowie Rehabilitationszentren sind viel, viel besser, als sie in Gefangenenlagern weiterhin zu halten. Ja, also unter den verfügbaren Optionen ist das auf jeden Fall die beste Option für ihre Zukunft. Danke, danke, Adnan. Ich denke, wir werden später zu diesem Punkt zurückkommen, den du zuletzt erwähnt hast, also den Punkt der Rehabilitation und wie weitermachen mit den Menschen, mit denen du arbeitest. Ich werde jetzt zu Deutsch zurückkehren. Genau. Ich würde da jetzt gar nicht versuchen, vertieft drauf einzugehen, sondern uns das für die Debatte gleich nochmal aufzuheben, den Input von Adnan. Auch als wir in Nordostsyrien waren, haben wir viele Debatten darüber geführt, über die Situation dieser Minderjährigen in den Gefängnissen, die Frage der Rehabilitierungszentren. Wir haben das auch mit Abdul Karim Omar diskutiert, der vielleicht gleich auch nochmal was dazu sagen möchte zur Situation. Wir haben immer erlebt, das haben wir ja schon gesagt, dass es möglich für uns war, genau diese Fragen zu besprechen. Wir konnten in die Gefängnisse gehen, konnten das gemeinsam besprechen und es war auch immer klar, dass eine angemessene Rehabilitierung eigentlich das ist was, genau, was, wo es Unterstützung braucht und was, was zukünftig die einzige Lösung ist, um mit diesen beschriebenen Minderjährigen umzugehen. Ich möchte jetzt aber Dr. Markus Seel nochmal das Wort erteilen, der sozusagen, jetzt switchen wir wieder so ein bisschen raus aus der Region, aus Nordostsyrien. Ich hoffe, das gelingt, ihn da jetzt anzuschließen oder vielleicht auch eher an den Beitrag von Thomas, nochmal so ein bisschen die juristischen Perspektiven aus Europa, aus Deutschland auf diese Fragen, die Thomas gerade schon aufgemacht hat, da anzusetzen. Ja, vielen Dank. Auch nochmal vielen Dank, Thomas Schmiedinger und Adnan, für eure Einsichten von vor Ort. Das ist natürlich für mich auch besonders spannend, weil ich natürlich eher aus so einer deutschen juristischen Perspektive da drauf schaue und es ist total wertvoll, natürlich zu hören, wie die Lage vor Ort ist, wie ihr das einschätzt. Ja, vielleicht kann man vorweg sagen, besser hätte man das Panel jetzt eigentlich gar nicht planen können, dramaturgisch, denn jetzt in der kommenden Woche am Mittwoch wird der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg ein großes Grundsatzurteil, das erste große Grundsatzurteil treffen, das sich genau mit dieser Frage des Panels beschäftigt, nämlich der Rückholung von Frauen und ihren Kindern, die beim IS waren und die zurzeit noch in Nordsyrien in kurdischen Lagern festsitzen. Das ist ein Urteil, was mit großer Spannung auch schon seit langem erwartet wird. Und zwar nicht nur in Frankreich, also das Land, das vor dem EGMR, vor dem Europäischen Gerichtshof, jetzt verklagt wurde. In dem Fall klagen zwei Großelternpaare, die wollen ihre Töchter und ihre Enkel nämlich zurückholen. Und vor gut einem Jahr hat der Menschengerichtshof den Fall schon verhandelt und das ist jetzt wirklich auch besonders eben mit seiner sogenannten großen Kammer, das heißt mit den ganzen 17 Richterinnen und Richtern. Das kommt ziemlich selten vor und zeigt eben auch nochmal, dass das jetzt eine ganz große, eine ganz wichtige Entscheidung wird und die außerdem auch mit großer Priorität jetzt in Straßburg behandelt wurde. Warum betone ich das so sehr? Das ist einfach ein interessantes Verfahren, weil das wird auf jeden Fall Ausstrahlungswirkungen auf alle europäischen Staaten haben und deren Politik im Umgang mit der Rückkehr, mit dem Rückholen von vor allen Dingen Frauen und Kindern, die beim IS gewesen sind. Es ist nämlich auch interessant, dass sich diesem Verfahren jetzt in Straßburg noch außer Frankreich 7 weitere Mitgliedstaaten angeschlossen haben. Interessanterweise nicht Deutschland, aber Länder wie Großbritannien, Schweden, die Niederlande, also alles Länder, die auch mit diesen Fragen konfrontiert sind. Und ich gehe jetzt darauf noch einmal kurz ein, weil es eben ganz interessant zeigt in diesem Verfahren, wie eigentlich in Europa
in den Ländern, die davon betroffen sind, politisch eigentlich argumentiert wird, weil diese 7 Staaten, die sich dem Verfahren angeschlossen haben, die haben auch alle zu der mündlichen Verhandlung vor einem Jahr nach Straßburg ihre Vertreterinnen und Vertreter geschickt. Und die argumentieren im Grunde so, wie ich es jetzt gleich nochmal darstellen werde. Also vielleicht kann man es erstmal sagen, die Großeltern und ihre rechtliche Vertretung, die die Menschen zurückholen wollen aus den Lagern, die sagen, die Europäische Menschenrechtskonvention, also sozusagen ein Regelwerk mit bestimmten Grundregeln, die wir haben, das erlaubt nicht eine unmenschliche und erniedrigende Behandlung. Und die argumentieren, dass in den Lagern, um die es geht, eben sozusagen so eine Situation vorherrscht und deswegen die quasi Heimatstaaten eine rechtliche Pflicht trifft, ihre Staatsbürgerinnen da rauszuholen. Und die argumentieren noch mit einem weiteren Zusatzartikel, der quasi sowas regelt in den EMRK-Staaten, dass quasi niemand, kein Mensch daran gehindert werden darf, in das Hoheitsgebiet seines Heimatlandes wieder zurückzukehren. Da wird man wahrscheinlich juristisch sagen müssen, das ist ein bisschen vielleicht wackeliger, weil in den Konstellationen, über die wir wahrscheinlich jetzt auch gleich nochmal diskutieren werden, ist die Lage ja oft so, dass die Leute gar nicht irgendwie aus freien Stücken und freiwillig zurückkommen können, sondern angewiesen sind auf dem Weg auf NGOs, auf Verständigungen, auf Regierungen, die überhaupt das mit auf den Weg bringen. Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Die französische Regierung, die sieht das natürlich rechtlich ganz anders. Die sagen, naja, wir haben in diesem nordostsyrischen Gebiet, in den Lagern, quasi gar keine effektive Kontrolle. Ja? Wir üben da quasi gar keine Staatsgewalt aus. Wir haben da quasi gar keine Verantwortung für. Und deswegen, so argumentieren die, hat die Europäische Menschenrechtskonvention mit ihren Rechten da auch gar keine Anwendung. Ja? Also wo keine staatliche Kontrolle, da bin ich eben auch nicht verpflichtet, irgendwie tätig zu werden. Die sagen eben, wir haben da keine diplomatische Vertretung, wir haben da kein Konsulat, wir können gar nicht auf die Rückholung irgendwie hinwirken. Und interessanterweise argumentiert auch in Deutschland die Bundesregierung in ganz vereinzelten Verfahren, auf die ich ganz kurz noch gleich eingehen werde, argumentiert die Bundesregierung auch ganz ähnlich, ja, dass sie da quasi auch gar keine Kontrolle in diesem Gebiet hat und nicht einwirken kann. Wie sieht es jetzt mit der Praxis in Deutschland aus? Also wie geht Deutschland mit diesen Rückkehrerinnen bisher um? Also so die aktuellen Zahlen sind, wir haben so ungefähr rund 90 Rückkehrerinnen in Deutschland bisher wieder sozusagen, die sind jetzt zurückgekehrt. Und davon von denen 90 Rückkehrerinnen, also alles Frauen, sind bislang 26 sogar schon verurteilt worden. Weitere sind wohl noch in Haft. Da gibt es nicht so ganz genaue Zahlen. Das kriegt man nicht so einfach raus, wie viele da jetzt noch in Haft sind. Und das ist ungefähr, also diese 90 Rückkehrerinnen sind wohl ungefähr so ein Drittel von denen, die damals auch bis damals ausgereist sind. Da muss man natürlich auch berücksichtigen, möglicherweise haben nicht alle überlebt. Möglicherweise sind andere in anderen Staaten oder halten sich jetzt irgendwo anders auf. Aber das ist ungefähr so die grobe zahlenmäßige Lage. Man wird wahrscheinlich sagen können, dass es so um 2019 so eine erste Welle gab, wo man versucht hat, rechtlich, also mit Klagen in Deutschland, Frauen und Kinder zurückzuholen nach Deutschland. Da gab es aber auch nur ganz wenige Entscheidungen. Also es gab einen konkreten Fall, das muss man sagen, ist wirklich so ein Härtefall gewesen. Da hat ein Berliner Gericht entschieden, dass Kinder, die wollte man sowieso zurückholen, aber auch die dazugehörigen Mütter mit zurückgeholt werden müssen, weil aber ausschlaggebend die sehr schlechte humanitäre Situation in dem Lager gewesen war. Wenn man sich das Urteil durch, oder diese Entscheidung durchliest, ist ein bisschen zynisch, weil sie unter anderem, habe ich jetzt nochmal gemacht, noch so ein bisschen darauf eingehen, dass sie sagen, na, wenn sozusagen die Arbeit von Hilfsorganisationen vor Ort nicht stattfindet oder nicht gut genug ist, dann verschärft das sozusagen die humanitäre Situation und damit auch die Einschätzung des Gerichts, dass da quasi quasi am Ende menschenrechtlicher Druck besteht und Gerichte dazu neigen würden, eben auch die Bundesregierung dann zu verpflichten, Leute zurückzuholen. Das ist natürlich ein bisschen zynisches Argument, wenn man sagt, sozusagen, umso schlechter die Zugänge für die Hilfsorganisationen, umso eher steigt der Druck, die Leute dann doch zurückzuholen.
Von diesen quasi Fällen, wo man versucht hat, per Klageweg die Rückkehr zu erzwingen, gibt es aber jetzt vor allen Dingen in den letzten beiden Jahren auch einige Aktionen, die größer angelegt sind von der Bundesregierung, also wo sozusagen aus eigenen Stücken proaktiv in mehreren Gruppen Frauen, Mütter und Minderjährige aus Nordostsyrien zurückgeholt worden sind. Das waren, glaube ich, jetzt so ungefähr 5 Aktionen mit insgesamt 22 Frauen sowie ungefähr 69 Kindern. Von denen, die da zurückkehren, da werden stets einige auch verhaftet. Entweder sozusagen per Haftbefehl durch die Bundesanwaltschaft. Das sind so mehr so diese High-Profile-Cases. Und mittlerweile machen das aber auch schon die Staatsanwaltschaften in den Bundesländern. Da ist jetzt die Frage, was passiert dann mit denen? Weshalb werden diese Frauen dann angeklagt und verurteilt? Also in eigentlich allen von diesen Fällen, in denen es jetzt eine Haft oder sogar Anklage oder Verurteilung gab, geht es juristisch darum, dass die Frauen Mitglieder gewesen sein sollen in einer, und jetzt kommt sozusagen der strafrechtliche Vorwurf, in einer ausländischen terroristischen Vereinigung, so heißt das. Zuerst hatte man eher sozusagen vereinzelte Rückkehrerfälle, also Männer, die zurückgekommen sind, die waren sozusagen strafrechtlich auf makabere Weise unproblematisch, weil die meisten von denen hatten eben an Kampfhandlungen teilgenommen, haben sogar möglicherweise Kriegsverbrechen begangen. Das lässt sich strafrechtlich von Strafgerichten, Staatsanwaltschaft relativ einfach bearbeiten, wenn die Beweislage es hergibt. So circa ab 2018 hat sich die Justiz in Deutschland aber verstärkt dann mit den weiblichen Rückkehrerinnen beschäftigt und die haben jetzt sozusagen wirklich eine Herausforderung erstmal dargestellt für die Justiz, weil die eben oft keine Kampfhandlungen begangen haben, beziehungsweise man sie ihnen nicht so ohne weiteres nachweisen konnte. Und zugleich für die deutschen Gerichte muss man sich vorstellen, auch dieses ganze Konstrukt des sogenannten Islamischen Staats natürlich etwas ja auch Neues war, ja. Also typischerweise, wenn man jetzt nach dieser Strafvorschrift Mitgliedschaft einer ausländischen terroristischen Vereinigung schaut, dann sind das in der Vergangenheit halt Fälle gewesen, wo Leute sich einer konspirativen Gruppe angeschlossen haben im Ausland, vielleicht in ein Ausbildungscamp gegangen sind. Das sah natürlich beim Islamischen Staat, das wissen die anderen Expertinnen und Experten hier noch viel, viel besser als ich, natürlich ganz anders aus. Also der Islamische Staat hat ja ein ganzes Territorium kontrolliert, er hat quasi staatsähnliche Strukturen aufgebaut. Das heißt, Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung musste man jetzt irgendwie auf dieses Konstrukt anwenden und übersetzen. Das heißt, bin ich vielleicht Mitglied beim IS gewesen, wenn ich da in dieser staatsähnlichen Struktur Beiträge erbracht habe, wenn ich da Wachdienste übernommen habe, wenn ich da Verwaltungsaufgaben irgendwie ausgeführt habe, ja, also wenn ich mich darin irgendwie aktiv eingegliedert habe. Und die deutsche Justiz hat sich da eben die sozusagen schwierige Frage gestellt, was ist denn eigentlich mit den Fällen, mit Frauen, die zurückkommen und die aber noch nicht mal irgendwelche Verwaltungsaufgaben oder so da übernommen haben, also die quasi wirklich einfach nur, ich sag mal in Anführungszeichen, privat ihrem Alltag nachgegangen sind auf dem Gebiet des IS und standen jetzt vor der Frage, reicht das eigentlich aus, ja, für die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung als Vorwurf? Muss man sich auch nochmal klar machen, das ist eben kein ganz trivialer Vorwurf. Also da droht immerhin von mindestens einem Jahr bis zu maximal 10 Jahren Freiheitsstrafe. Und am Anfang hat die Staatsanwaltschaft in Deutschland da auch mit einigen versuchen, Leute da in Haft zu nehmen, Schiffsbruch erlitten. Also da haben Gerichte denen das nicht abgenommen, haben gesagt, ihr argumentiert, dass Frauen beim IS den Männern den Rücken freigehalten haben, damit die kämpfen können. Das reicht sozusagen als Begründung nicht aus. Da kann man auch nochmal ganz viele spannende Fragen stellen. Also welches quasi gender-based Frauenbild hat man, ne? Also sozusagen das sind auch nochmal so ganz interessante Fragen. Da gibt es auch viele Forscherinnen und Forscher, die sich mit solchen Fragen beschäftigen. Also wie gucken wir eigentlich auf Frauenrollen beim IS und welche Rückschlüsse oder Rückwirkung hat das auf Justiz. Aber jedenfalls am Anfang hat das den Gerichten nicht ausgereicht, dass man gesagt hat, so Alltagsleben beim IS, das reicht nicht für eine Verurteilung Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Ich mache es kurz. Es gibt dann so einen richtigen Wendepunkt. Ab 2019 kriegt die Justiz in Deutschland das viel besser in den Griff, denn sie entdeckt quasi einen Straftatbestand, einen Paragraphen, den sie bisher so ein bisschen übersehen hat, und zwar im Völkerstrafrecht. Das Völkerstrafrecht ist so eine Art quasi so eine Art internationales Strafrecht, das so besonders international geächtete
Verbrechen umfasst, also Kriegsverbrechen vor allen Dingen. Und da gibt es auch eine Vorschrift, die sagt, dass wenn ich in so bewaffneten Konflikten Häuser besetze und Menschen, Bewohner der Häuser vertreibe, dann nennt sich das Plünderung und dann ist das strafbar nach dem Völkerstrafrecht. Und ja, damit hatte dann die Staatsanwaltschaft einen Anknüpfungspunkt, um sehr viele Frauen, die vielleicht, denen man andere Dinge nicht vorwerfen konnte, denen jedenfalls das vorzuwerfen, nämlich Plünderung, weil die meisten von ihnen, die beim IS gewesen sind, haben eben Häuser vom IS zugewiesen bekommen, Wohnungen besetzt und deren Bewohner eben auch vertrieben wurden. Also man hatte plötzlich eine eigene Straftat, die auch auf die Frauen passte, denen man eben keine anderen Straftaten nachweisen konnte. Das habe ich jetzt alles so ein bisschen länglich erzählt und auch en Detail, weil das genau der Schritt ist, wo man, glaube ich, sagen kann, dass die deutsche Justiz sozusagen diese Herausforderung, die sich mit den Rückkehrerinnen gestellt hat, ganz gut in den Griff bekommen hat. So seit diesem, so 2019 ungefähr, würde ich sagen, wird so recht regelmäßig, einfach so alle paar Wochen, hat man das Gefühl, so ein Fall abgearbeitet, wird jemand in Haft genommen, es gibt neue Urteile. Man hat so ein bisschen das Gefühl, jetzt sehr salopp gesprochen, dass das läuft so. Und ich hätte auch so ein bisschen persönlich die These, dass seitdem man das Gefühl hat, man hat das besser im Griff, ja, wie man das strafrechtlich mit diesen Rückkehrern umgeht. Seitdem ist auch ein bisschen mehr Bewegung in diese Rückführungspraxis gekommen. Also seitdem kommen immer wieder Frauengruppen mit Kindern irgendwie zurück. Man muss vielleicht auch nochmal sagen, ich weiß nicht, ob Sie das schon im anderen Panel besprochen haben, wenn man mal guckt, das ist schon noch interessant. Also Deutschland ist schon eher einer der ganz wenigen Staaten in Europa, der überhaupt erwachsene Frauen zurücknimmt. Also es gibt einige Staaten, die nehmen Minderjährige und Kinder zurückgenommen, aber Frauen, dazugehörige Mütter, da gibt es eigentlich relativ wenige. Da ist Deutschland schon vorne dabei. So, vielleicht sage ich noch einmal ganz kurz, vielleicht auch schon so ein bisschen als Impuls für eine Diskussion oder so. Was sind so Punkte, die, von denen ich sagen würde, die sind noch juristisch irgendwie gerade offen und diskussionswürdig? Also klar, die Frage, die im Raum steht, was ist mit dem Schicksal der anderen noch Verbliebenen, Deutschen, Europäerinnen und so weiter? Kriegt man die jetzt zurückgeholt? Da wird uns vielleicht der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte am Mittwoch ein bisschen mehr zu sagen können. Ich würde sagen, die Tendenz geht eher zu vollständiger Rückholung, weil auch, da können wir vielleicht gleich nochmal gucken, ob wir da nochmal diskutieren können, weil es nicht so richtige Alternativen eigentlich gibt. Also sozusagen so Tribunale, Gerichte vor Ort, ich glaube, Adnan hat es auch schon so ein bisschen angedeutet, da stehen die Chancen eher schlecht, da gibt es einfach nicht so die Kapazitäten. Das heißt, es gibt eigentlich gar nicht so viele Alternativen. Ich meine, was soll man mit den Leuten das machen? Also auf ewig wird man sie nicht da lassen können, hat daran auch keine Sicherheitsinteressen. So Adnan, wie du es auch schon beschrieben hast, würde ich auch sagen, also dass europäische Länder auf unbestimmte Zeit da so eine Art Radikalisierungscamp irgendwie am Laufen lassen wollen, da gibt es, glaube ich, kein Interesse für. Ich glaube, eher ist, was mich jetzt eher noch so ein bisschen auch als gedanklich umtreibt in letzter Zeit, ist eigentlich, was ist eigentlich mit den Frauen, die wir in Deutschland zurückgeholt haben und die auch sogar verurteilt wurden und die dann sogar ihre wahrscheinlich mittlerweile relativ kurze Gefängnisstrafe eigentlich schon abgesessen haben. Also da stellen sich halt auch irgendwie große Fragen, wie funktioniert Deradikalisierung und Reintegration in Deutschland. Also ich habe das Gefühl, wir sind eigentlich jetzt schon in so einer weiteren Phase. Es geht gar nicht mehr so rum, wie kriegen wir strafrechtlich das Verhalten von IS-Rückkehrerinnen verwertet, sondern was ist eigentlich mit denen, die schon verurteilt wurden 2019, die vielleicht nur eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren oder so haben und die jetzt schon wieder das Gefängnis verlassen haben, und in welche Community gehen die eigentlich zurück? Bleibt der Kontakt von staatlicher, von NGO-Seite eigentlich zu denen irgendwie bestehen? Kann man den aufrechterhalten? Oder wird das eigentlich zum Sicherheitsrisiko, so wie das die Leute sich eigentlich ausgemalt haben, die immer politisch argumentieren, dass man die Leute gar nicht erst zurückholen sollte. Vielleicht erstmal so viele. Ich freue mich auf jeden Fall noch weiter auf Fragen und mit euch zu diskutieren. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das war ein total wichtiger und wertvoller Input, auch nochmal, um zu sehen, wie viele juristische Anstrengungen dahinter stecken, genau diese ganzen Fragen der Rückholung, der Rückführung, auch des Umgangs, der Verurteilung dann in Deutschland und in europäischen Ländern vorzunehmen, die ja trotzdem in einer krassen Diskrepanz zu dem steht, was Adnan auch nochmal aus der lokalen Situation vor Ort beschrieben hat und gefühlt doch sehr langsam oder sehr lange gedauert
gehört hat. Ich glaube, dass die Frage der deutschen Kämpfer ist zum Beispiel noch nicht geklärt. Also es sind jetzt Frauen und Kinder zurückgeholt worden, immer die deutschen Männer, die noch in den Gefängnissen sitzen. Da gab es bisher meines Wissens nach noch keine Anstrengungen, die zurückzuholen, und hat sich auch noch nicht angedeutet, dass sich das ändern wird. Genau, die Selbstverwaltung hat immer betont oder war sich immer sehr kooperativ gezeigt in den meisten Fällen, zu sagen, wir sind hier, wir sind bereit, die Leute zurückzugeben. Das ist in vielen Fällen ja auch passiert und gelungen, aber genau, da gab es viel, was Regierungen davon abgehalten hat, diesen Schritt zu tun oder den sehr zögerlich zu machen. Ich würde jetzt gerne dich, Thomas, nochmal fragen und dann Abdulkarim Omar nochmal dran nehmen, der auch schon signalisiert hat, dass er gerne aus seiner Perspektive dazu nochmal reden würde. Wenn du jetzt so beide Seiten gehört hast, einmal diese juristische Einschätzung und das, was es alles an juristischen Prozessen noch braucht, um zumindest diesen kleinen Teil, und das ist ja nur ein kleiner Teil, das hast du ja eben schon gesagt, der internationalen IS-Anhänger zurückzuholen und angemessen zu verurteilen, versus der syrischen und irakischen Kämpfer, Minderjährigen, die Leute in den Flüchtlingslagern. Es gab ja immer mal wieder Vorschläge von einem lokalen Tribunal, einem Tribunal im Irak, also es sind verschiedene Szenarien diskutiert worden. Ob du in dem jetzigen Szenario irgendwie so eine Perspektive wagen kannst, wie du glaubst, dass es so in den nächsten Jahren in der Situation sich entwickeln wird. Genau, und dann. Puh, also der Blick in die Glaskugel ist schwierig. Ja. Ich denke mir, man muss wirklich unterscheiden, da Irak und Syrien. Ja. Im Irak gibt es eine zwar schlecht funktionierende, aber doch eine gewisse Justiz. Dort gibt es auch die Todesstrafe für Mitglieder einer terroristischen Vereinigung. Es werden Leute hingerichtet, natürlich nicht alle. Aber die Leute werden meist in sehr schnellen Verfahren, also wir reden da teilweise von 5-Minuten-Verfahren, abgeurteilt. Die meisten werden auch zurückgeführt, also vor allem Frauen und Kinder in ihre Herkunftscommunities. Das ist aber sehr schwierig teilweise auch aufgrund dieser Communities, weil viele die Leute nicht zurückhaben wollen. Und ich habe auch viel zu den Jesiden und den anderen religiösen Minderheiten im Irak gearbeitet und einiges an Feldforschung in Shingal gemacht. Und das hat immer wieder zu sehr großer Aufregung in Shingal geführt, wenn zum Beispiel irakische IS-Angehörige von Syrien in den Irak repatriiert worden sind, selbst wenn das nur vom Lager Al-Hol in ein anderes Lager in den Irak war, also die Leute nicht gleich frei herumlaufen konnten, wurde das von sehr vielen Angehörigen dieser natürlich traumatisierten religiösen Minderheiten als Bedrohung wahrgenommen. Also da gibt es auch im Irak natürlich jede Menge gesellschaftliche Verwerfungen, die nicht so einfach zu bewerkstelligen sind. Man muss da auch im Auge haben, dass etwa im Irak immer auch sowas wie eine schon in der britischen Protektoratszeit existierende tribale Justiz, die mit dem Staat in einem bestimmten Zusammenarbeitsverhältnis steht, existiert, mit Blutgeld und Ähnlichem. Und da gibt es jede Menge Probleme zu lösen bei der Reintegration der eigenen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Die Frauen haben dann zum Beispiel Angst, dass die Blutschuld dann auf die Kinder kommt, sobald die erwachsen sind. Also das ist alles nicht so einfach. Also ich bin davon überzeugt, dass es, selbst wenn Europa alle zurücknehmen würde, inklusive der Männer, und was man mit den Männern tut, ist ein Problem, ja, es in Wirklichkeit trotzdem Unterstützung für sowohl die Selbstverwaltung Nord- und Ostsyriens als auch letztlich auch die irakische Justiz braucht, damit mit der restlichen Gefangenenpopulation sozusagen erstens in irgendeiner Form rechtsstaatlich halbwegs einwandfreie Verfahren durchführbar sind und dann mit denen auch was getan werden kann. Ja, also es reicht ja nicht nur, dann die Leute abzuurteilen, sondern es ist dann die Frage, was tue ich mit den Verurteilten und was tue ich mit denen, die freigesprochen worden sind, wenn zum Beispiel die Herkunftscommunity die trotzdem ablehnt. Also da
braucht, selbst wenn wir alle unsere Staatsbürger zurücknehmen würden, weiterhin eine massive Unterstützung mit Know-how, aber auch mit Geld, denn irgendwer muss die Leute letztlich durchfüttern. Man könnte sicher auch international diskutieren, ob man einen Teil dieser Kämpfe in irgendeiner Form von dort rausnimmt. Die Frage ist dann, wo bringt man sie hin? Ja? Strafkolonien gibt es heute nicht mehr. Australien-Option ist nicht. Ja? Aber letztlich geht es schon darum, dass das ein Problem der Weltgemeinschaft ist, sozusagen. Und das auch so diskutiert werden muss und nicht der Selbstverwaltung umgehängt werden kann. Genau, da, genau mit diesen Punkten möchte ich jetzt gerne nochmal an Abdulkarim Omar weiterleiten oder weitergeben und ihm die Möglichkeit geben, über die Erfahrungen zu berichten, die auch die Selbstverwaltung genau in den Fragen der internationalen Unterstützung, der Diskussion über solche internationale Maßnahmen, die Frage der Rückholung gemacht hat. Danke sehr. Danke Thomas, Adnan und Markus für die sehr wichtige Information, die ihr mit uns geteilt habt. Ich würde gerne sagen, einige Informationen euch geben, auch an Anita, denn ich habe mehr Informationen über die Fragen auf diesem Feld im Angesicht der Gefahr in Nordostsyrien. Nach der Befreiung von Barus wurden Hunderte von Tausenden von IS-Mitgliedern und deren Familienmitglieder in Al-Hol platziert, dort angesiedelt. Und weder die internationale Koalition noch die internationale Gemeinschaft hat, sie haben beide uns den Rücken zugekehrt. Zum Beispiel, wie auch die Kolleginnen schon gesagt haben, haben sie dieses Lager attackiert. Das wurde von der Türkei geplant, in türkisch besetzten Gebieten. Und das war alles geplant. Und diese Bandenmitglieder oder Söldner haben versucht, die IS-Leute zu reorganisieren. Sie wollten von dort befreien, aus dem Lager, und den IS nochmal erneut aufbauen. Und wir haben von unseren Sicherheitskräften erfahren, dass sie Barus attackieren wollten und die Camps angreifen wollten. Die Frage ist, wie können wir die Menschen beschützen? Da sind auch so viele Kinder in diesen Camps. Es wird Kollateralschaden geben. Und was den Aufbau eines internationalen Tribunals betrifft, wir würden es gerne in Rojava machen. Denn Rojava ist ein Ort, wo IS diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen hat. Also es ist viel einfacher, dort auch mit den Betroffenen und den Opfern zu sprechen. Und dort gibt es auch die ganzen Beweise für diese Verbrechen. Aber die internationale Gemeinschaft hat verschiedene Arrangements getroffen. Und es braucht... Also man kann ein internationales Tribunal einerseits abhalten, aber es braucht eben auch eine Rückführung der Kämpfer. NGOs und Menschenrechtsorganisationen und so weiter schieben jetzt die Schuld auf uns und sagen uns, ihr macht keinen Prozess gegen die.
Und wir werden dafür beschuldigt, dass wir die dort in den Gefangenenlagern halten. Aber sie sollten ihre Gefangenen, also ihre Bürger zurücknehmen. Aber in der aktuellen Situation haben wir nicht so viele Möglichkeiten, das zu tun. Und sie geben uns auch keine Unterstützung dabei, die Situation und die Bedingungen vor Ort zu verändern. Da sind tausende Familien, die in Al-Hol und in Camps leben und vor allem in Al-Hol leben, was eines der gefährlichsten Orte gerade ist. Denn IS ist nämlich dort gerade am Wiederauferleben. Und diese Situation wurde schon erwähnt. Und um ehrlich zu sein, dieses Camp ist, da gibt's in den, also ist vom IS kontrolliert. Es gibt dort Schläferzellen, die jederzeit reaktiviert werden können. Und die Leute dort wurden auch einer Gehirnwäsche unterzogen und Propaganda unterzogen. Und vor einigen Tagen gab es eine Operation. Wir machen das ab und zu, aber diese Operationen sind auch nicht die Lösung. Also die Lösung muss politisch sein, eine politische Lösung sein. Die Länder müssen kommen und ihre Bürgerinnen zurückholen. Sie nehmen gerade Frauen und Kinder. Aber nicht nur die Staaten sind zurückgezogen. Also es wird. Aber sie fragen sich eben auch, ob es eine Sicherheitsgefährdung hier vor Ort bedeutet. Die Kinder in den Camps, wir sehen sie als Opfer. Sie sind Kinder, sie sind unschuldig und sie sind auch Opfer von dieser ganzen Politik. Aber wir können auch nicht die Kinder wegnehmen. Sonst können wir nicht mit denen umgehen. Wir stellen irgendwo auch sicher, dass es Europa sicherer ist, indem diese Leute dort in diesen Gefangenenlagern gehalten werden. Also wenn wir das nicht tun, wenn wir die Generationen auch nicht voneinander trennen, dann gibt es eine weitere Generation von Leuten, die die Sicherheit bedrohen können. Weil solange sie gemeinsam bleiben, werden diese Kinder einer Gehirnwäsche unterzogen, die vielleicht auch Rache wollen und auch extrem, also extremistisch werden. Also was Adnan zum Beispiel macht, ist sehr, sehr wichtig. Die autonome Administration, wir sagen immer die Kinder des Kalifats zu diesen Kindern, weil sie dort aufgewachsen, in diesem Umfeld aufgewachsen und einer Gehirnwäsche unterzogen sind. Aber wir sehen sie als Opfer und die Hilfe und Unterstützung brauchen. Und früh genug werden diese Kinder sich auch radikalisieren und eine Gefahr für alle werden, wenn wir uns nicht drum kümmern. Es gab ein anderes Zentrum für Rehabilitation von Kindern und es wird auch ein weiteres geben, bald. Aber mehrmals, also noch einmal, wir brauchen bestimmt 5 bis 10 solcher Zentren über die ganze gesamte Region, so dass die Kinder von diesen unmenschlichen Bedingungen befreit werden und dass sie rehabilitiert werden können und sie mit einer Zukunft auch, also ihnen eine Zukunft auch geben können. In diesem Sinne bekommen wir nicht so viel Unterstützung. Also wir brauchen Unterstützung. Zumindest finanzielle Unterstützung wäre schon hilfreich, sodass wir Zentren öffnen können und die Lebensbedingungen in den Camps verbessern können und die Frauen und Kinder auch schützen können vor dem Rest. Und das in einer menschlichen Art und Weise. Mit den Möglichkeiten, die wir haben, ist das gerade nämlich nicht möglich. Jeden Tag in diesen Camps werden Menschen entführt. Und die Türkei bezahlt auch Menschen, dass Frauen
zum Beispiel entführt werden und in die Türkei gehen. Also es ist eine Organisierung, die von der Türkei ausgeht. Aber wenn das so weitergeht, wird die Situation katastrophal werden. Ich denke, die Botschaft, die wir am Ende hier geben sollten, sollte sein, Kooperation und Unterstützung beim Umgang mit den IS-Anhängerinnen, weil das eine sehr deprimierende, ein sehr deprimierendes Thema ist. Und wir werden nicht damit alleine fertig werden, mit dieser Gefahr und dieser Bedrohung. Und es wird ein anderes Kalifat geben. Ja, ich glaube, da wurden jetzt nochmal sehr zentrale Punkte angesprochen, vor allen Dingen die Frage der finanziellen und politischen Unterstützung. Ich erinnere mich auch noch, als wir im April aus den Gefängnissen kamen und das dann danach auch gemeinsam diskutiert haben, dass uns nicht nur einmal gesagt wurde, es ist super und es muss passieren, was in den Gefängnissen an Arbeit geleistet wird, aber baut ein Rehabilitierungszentrum. Wir brauchen, so wie es eben gesagt wurde, noch mehrere davon. Das ist halt finanziell auch für Medico nicht stemmbar, aber es war völlig klar, dass die Arbeit, die soziale Arbeit notwendig und das Schlimmste vielleicht verhindert, nämlich die weitere Radikalisierung, aber dass das auf keinen Fall etwas ist, was zu einer Lösung des Problems beiträgt, sondern genau so ein bisschen es vielleicht verzögert. Ich würde jetzt trotzdem gerne noch mal ein paar Meldungen aus dem Publikum dran nehmen. Kommentare, Beiträge. Ja, vielen Dank für das wichtige Thema. Ich habe eine Anmerkung und eine Frage auch an alle noch mal, auch an Dr. Abdelkarim. Ich glaube, erstens, meine Anmerkung ist, wie wichtig es ist, die Verbindung zwischen IS und der Unterstützung der Türkei herzustellen, die hier politisch nicht angekommen ist bisher. Und auch dafür brauchen wir Beweise. Und das ist ganz wichtig. Da macht das Rojava Information Center auch wichtige Arbeit. Ich selbst habe die schon zitiert in dem Zusammenhang. Also deutschen Politikern klarzumachen, dass die Türkei ehemalige IS-Angehörige beherbergt in ihren Gebieten. Alle führenden IS-Vertreter sind von den Amerikanern in den türkisch besetzten Gebieten aufgespürt und getötet worden. Das sollte ein Signal sein, dass wir verstehen, die Türkei ist kein konstruktiver Partner im Kampf gegen IS und Terror, wer das noch nicht verstanden haben sollte. Das ist meine Anmerkung. Dann habe ich eine Frage, und zwar, diese Rehabilitierungszentren klingen ja nach einer tollen Idee. Wir holen die Kinder und Jugendlichen aus den schrecklichen Camps und sie kriegen eine Perspektive. Gleichzeitig hat zum Beispiel die Organisation Save the Children kritisiert, dass Kinder im jungen Alter getrennt werden von ihren Müttern. Das heißt, wir haben ein echtes Dilemma. Wir wollen hier eigentlich Geld sammeln für Rehabilitierungszentren, die dann von Kinderrechtsorganisationen kritisiert werden. Was ist die Lösung? Hier, Adnan hat am Anfang auch gesagt, das Beste ist die Familie, ja, zu Hause zu sein. Die größten Gruppen sind die Syrer und die Iraker. Mehrere tausend Frauen und Kinder. Was hindert die autonome Verwaltung oder jetzt die Verantwortlichen daran, die vielen tausend Syrerinnen mit ihren Kindern innerhalb Syriens oder mindestens in den Provinzen Deir ez-Zor und Raqqa, aus denen sie vielleicht stammen, in ihre Dörfer zurückzubringen? Denn ich glaube, es gäbe auch von deutscher Seite viel Geld für Rehabilitierung in diesem Sinne. Das weiß ich. Also wenn man sozusagen nicht nur darauf schaut, wie man Kinder rausholt und dann trennt von Müttern, sondern die Mütter und Kinder als Einheit denkt und in ihre Dörfer mit Begleitung und Programmen zurückschickt. Danke. Naja, ganz kurzer Einwurf. Ich bin gleich auf dem Panel, Katrin Langensiepen, Europaabgeordnete, zu dem Punkt mit den Kindern. Wir haben letztes Jahr im Europaparlament eine Resolution erarbeitet, 4 Stunden verhandelt, und da ging es explizit von unserer Seite, wir wollen die Mütter und die Kinder gemeinsam. Dieses gemeinsam, sie müssen. Wir verhandeln ja nur Begriffe, war der Jumping Point. Da saß ich aber als Einzige am digitalen runden Tisch, die das so wollte. Die anderen haben gesagt, Kinder gerne, die Frauen lasst ihr aber bitte drüben. Habe ich gefragt, wie stellt ihr euch das denn praktisch vor? Kommt dann da jemand vom Auswärtigen Amt, sagt so, 5-jähriger Steppke, du kommst mit,
Mama bleibt hier, komm mit mir ins Flugzeug. Ich habe dann immer so rein pragmatische Fragen, weil ich mir das ganz praktisch vorstellen möchte. Also, und dann korrigiert mich, interessante Frage, kann man das nicht intern regeln? Und wir finanzieren von EU-Seite solche Projekte im besten Fall. Am Ende des Tages geht es ja auch über Assad und seine Töpfe. Wir kommen nachher zu dem Elephant in the Room, über den wir heute noch, glaube ich, gar nicht gesprochen haben, Bashar al-Assad. Wie kann ich mir das technisch vorstellen? Wie können wir das kontrollieren? Wen finanzieren wir nachher am Ende des Tages? Das ist ja so die Möglichkeit, die wir haben. Für technische Hinweise bin ich immer sehr offen, aber ich stelle es mir wirklich sehr, sehr schwierig vor, das so zu trennen, aber natürlich eine richtige, gute Frage. از جبوی پرسا دوام از برسوی بدم شخال جمع ریو بریا خسر ده Vielleicht, was die Frage betrifft, die zweite Frage betrifft, möchte ich gerne antworten. Die autonome Administration ist gesetzlich erlaubt gesetzlich den Kindern, dass sie mit ihren Müttern zusammen zurückkehren. Denn es ist nicht unser Ziel, sie voneinander zu trennen. In Extremfällen vielleicht, aber sonst generell unterstützen wir die Idee, dass Mütter mit ihren Kindern zusammen weggebracht werden. Wir wollen sie nicht voneinander trennen. Auch gesetzlich ist das verankert. Und die Kinder aus Syrien in den Camps, wenn sie aus der Region kommen, von der autonomen Region kommen. Also es gibt viele, die wir dort an die Stämme zurückgebracht haben, in deren Dörfer zusammengebracht haben. Aber es gibt auch welche, die eben mit diesen extremistischen Ideen aufgewachsen sind und die trotzdem eine Gefahr für die Sicherheit der Menschen darstellen. Und also wir wollen die Anzahl von denen, wir wollen die Anzahl verringern und wir wollen, dass sie mit den Familien zusammenbleiben. Aber wir haben manchmal keine andere Möglichkeit, wenn es einen Extremfall gibt. Es gibt Fälle, wo auch die Mütter sehr extremistisch sind. Und dann gibt es nichts Besseres zu tun, weil die internationale Community auch ihrer Pflicht nicht nachkommt und sich nicht an internationale Vorgaben halten. Wir haben aber leider nicht so viele Möglichkeiten. Also wir müssen Prioritäten setzen, denn sonst können wir nicht auf größerer Skala arbeiten. Vielen Dank nochmal, Wilhelm Hensen, Medico International. Ich beschäftige mich jetzt auch seit mehreren Jahren mit dieser Thematik. Ich möchte noch kurz was sagen zu den europäischen, internationalen IS-Mitgliedern und dann dieser Begriff Mütter und Kinder. Das ist vielleicht anders wie in anderen Kontexten, dass gerade die europäischen Frauen, die sich dem IS angeschlossen haben, die radikalsten sind in dieser Organisation und ein wahnsinnig hohes Ansehen haben. Und dementsprechend machen sie auch einfach in den Camps die meiste Arbeit, weil sie sozusagen die Speerspitze des Islamischen Staates sind. Also wenn man sich 2013 dem IS angeschlossen hat, dann hat man sehr viel Aufmerksamkeit bekommen innerhalb des ISs. Und deswegen sozusagen ist es nicht darum, man ist nicht neutral gewesen, sondern man ist aus tiefster Überzeugung dahin gegangen. Und das Zweite ist, wenn man zum Beispiel 2013 mit seinem 13-jährigen Sohn dahin gegangen ist, dann hat man jetzt, glaube ich, 9 Jahre später, dann ist der Junge jetzt 22. Ich hoffe, ich habe auf die Schnelle gut gerechnet. Aber dann auch nochmal sehen, wir reden irgendwie über Mütter und Kinder, aber in Wirklichkeit reden wir um hochpolitisierte, ideologisierte Menschen, die völlig fanatisch dahingegangen sind, die Schlimmsten der Schlimmen. Und zeitgleich leben diese Kinder seit
mehr als ein, zwei Jahren dort. Also es gibt kein fünfjähriges internationales Kind dort, so, sondern sie sind jetzt fast schon alle erwachsen. Und das muss man mit reinsehen, warum die Frage der internationalen IS-Mitglieder sozusagen so ein schwieriger Punkt ist. Auch wenn die Menge sehr gering ist, sind sie ein riesiges Problem. Dankeschön. So, da hinten gab es jetzt noch eine Wortmeldung und dann würde ich auch angesichts der Zeit genau so ein bisschen gucken. English? Und dann aber auch allen drei hier nochmal auf dem Podium die Möglichkeit geben zu kommentieren. Okay, I didn't get what you just said, so I'm sorry. Yeah. I also wanted to come back on the question. Ich möchte gerne zur Frage zurückkehren der Mütter und Kinder, weil ich glaube, da gibt es ein Vorurteil, was auf Sexismus basiert, wenn wir darüber sprechen, über die IS-Frauen reden. Also auch wenn wir wissen, dass viele von ihnen sich absichtlich angeschlossen haben. Also weil sie auch Akteurinnen sind, die Handlungsmacht haben. Und wenn wir die Situation von Menschen sehen, ich habe einige IS-Gefangene interviewt und also manche, die in Barroos zum Beispiel gefangen sind, also es ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass viele auch wussten, was der IS gemacht hat, manche auch nicht. Wenn Kinder mit ihren Müttern zusammen zurückgebracht werden sollen, ist im Fall von Nordostsyrien, diese Kritiken, die zum Beispiel von Kinderrechtsorganisationen wie Save the Children kommen, also unsere Staaten, also es ist sehr paradox, weil unsere Staaten ständig Kinder von ihren Eltern trennen. Sagen wir mal, wenn es Fälle von sexueller Gewalt und so weiter gibt. Also das ist auch ein Problem in unseren Ländern. Ich habe Mütter getroffen, die in Barroos waren, die zum Beispiel schwanger waren oder ganz kleine Kinder hatten. Und sie sagte mir in mein Gesicht, ich wollte, dass meine Familie vereint bleibt. Das ist der Grund, warum ich da bin. Also sie hat wahrscheinlich Verantwortung für Kinder gehabt und sie wollte nicht sich dem IS anschließen, sondern sie wollte nicht alleine bleiben mit der Verantwortung für die Kinder. Telling to people if you want to surrender, you can surrender in a safe way, you won't be armed and everything. So I think that we have to also. Also ich denke, wir müssen auch darauf schauen, was in unseren Gesellschaften passiert, weil wir Mütter auch nicht unterstützen zum Beispiel. Also was hat sie überhaupt dazu gebracht, dahin zu gehen? Also das meine ich jetzt im Zusammenhang mit den Frauen aus europäischen Ländern, die sich angeschlossen haben. Das ist etwas, was wir im Kopf behalten müssen. Like because now NIS is not a state, no. So, but they have many proof in their hands about the crimes that have been committed by. IS ist kein Staat, aber es gibt viele Taten, die vom IS begangen werden. Und ich weiß, dass also viele Leute, viele IS-Kämpfer oder Anhänger machen Fotos, Videos, wenn sie dabei sind, Leute zu töten. Wie kann man eine nichtstaatliche Einheit verurteilen? Und die zweite Frage ist, wie wäre die Möglichkeit, ein internationales Gericht in Syrien zu gründen, zum Beispiel
dass wir Richter, spezialisierte Richter dort konsultieren oder bringen oder Juristen, die eine Art von Haddock-Gericht gründen könnten. Thank you. Angesichts der Zeit und weil, glaube ich, alle auf die Mittagspause warten, in der wir vielleicht viele von den jetzt angesprochenen Themen, die wir sowieso nicht alle auf diesem Panel zu Ende diskutieren können, die aber angesprochen worden sind, weiter besprechen können, würde ich jetzt einfach euch dreien gerne nochmal die Gelegenheit geben, zu den Punkten, zu denen ihr gerne nochmal was sagen würdet, die jetzt auch diskutiert wurden oder aufgeworfen worden sind, genau, nochmal so ein Abschlussstatement zu machen und dann gehen wir, glaube ich, in die Mittagspause über. Darf ich beginnen? Ja, genau. Ich würde sagen, gut. Thomas, Markus und zuletzt kann dann Adnan nochmal sprechen. Es gibt eigentlich zwei Punkte, zu denen ich was sagen will. Also ich warne sehr vor Vereinfachungen in Bezug auf die Frauen, die zum sogenannten Islamischen Staat gegangen sind. Und ich möchte dem Kollegen vom Medico massiv widersprechen. Selbstverständlich gibt es Frauen, die hoch ideologisiert zum sogenannten Islamischen Staat gegangen sind. Aber die Mehrheit der europäischen Frauen, die sich dem IS angeschlossen haben, waren nicht die scharfen Ideologinnen, die schärfer als die Männer gewesen wären, sondern die Mehrheit haben sich sehr jung dem sogenannten Islamischen Staat angeschlossen. Es haben auch sehr wenige 13-jährige Söhne mitgenommen in den sogenannten Islamischen Staat. Und die meisten der Kinder, die jetzt in diesen Camps sind, sind eben nicht 20-Jährige, sondern 3- bis 5-Jährige, die im sogenannten Islamischen Staat zur Welt gekommen sind und die zumindest in jenen Staaten in Europa, die das Blutsrecht als Staatsbürgerschaft haben, trotzdem Staatsbürger dieser europäischen Staaten sind. Ja. Es gibt die ideologischen Scharfmacherinnen, aber es ist keineswegs so, dass die Europäerinnen da alle die ideologisierteren wären als die nahöstlichen Frauen oder die ideologisierteren wären als die Männer. Es gibt genauso die Fälle, wo 15-, 16-Jährige teilweise sich auch nur in den falschen Typen verliebt haben. Ja. Es gibt ein sehr breites Spektrum diesbezüglich und es gibt auch heute in den Camps, ich kenne vor allem die Fälle aus Österreich, sehr unterschiedliche Positionen, die diese Frauen zu ihrem eigenen Handeln damals einnehmen. Ja, es gibt Frauen, die das tatsächlich bereuen und Frauen, die weiterhin voll auf Linie sind und alles dazwischen. Ich möchte auch noch dazu sagen, ich habe mich ja viel mit Fragen von Radikalisierung und Deradikalisierung beschäftigt, dass gerade auch nur bei einem Teil der Frauen, aber bei einem Teil der Frauen, dass Kinder bekommen und das Verantwortung übernehmen für ein Kind durchaus deradikalisierend wirken kann. Und ich habe immer wieder mit Frauen gesprochen, die aus dem dschihadistischen Milieu gekommen sind und die sich zumindest mal disengaged haben von diesem Milieu, wo der Moment, ich möchte, dass mein Kind in die Schule geht und eine Zukunft hat, einer der entscheidenden Wendepunkte in Bezug auf eine Deradikalisierung war. Also es gibt sehr, sehr unterschiedliche Biografien und wir haben es mit sehr, sehr unterschiedlichen Frauen zu tun und die Mehrheit der europäischen Kinder dort sind nicht 20 Jahre alt und sind als Minderjährige runtergegangen und jetzt volljährig, sondern die Mehrheit sind sehr, sehr jung. Der zweite Punkt, zu dem ich was sagen will, ist noch einmal kurz zu meinem Guantanamo-Vergleich vorher. Nur um das klarzustellen, ich meinte damit natürlich nicht, wie die Leute in den Camps behandelt werden, sondern ich meinte dieses rechtliche Vakuum, das hier von den europäischen Staaten genützt wird, ähnlich wie es die USA eben mit Guantanamo gemacht hat. Ich finde, angesichts der schlechten materiellen Versorgung, der schlechten Gesundheitsversorgung der Zivilbevölkerung in Nordostsyrien, dass man sagen muss, dass die Gefangenen dort im Großen und Ganzen bestmöglich behandelt werden. Darum bin ich auch skeptisch, das wäre jetzt noch eine Frage an den Markus Seel am Schluss, dass die Argumentation der unmenschlichen Behandlung der Gefangenen in den Camps, dass das
juristisch halten würde. Das Unmenschliche ist nicht, wie die Gefangenen in den Camps behandelt werden. Das Unmenschliche ist, dass es keine Prozesse gibt und dass sie nicht wissen, wie lang sie in dieser Situation sind. Also dieses rechtliche Vakuum, das europäische Staaten bewusst ausnützen. Aber nicht die Behandlung in den Camps im Wesentlichen. Zumindest nicht, was die Frauen und Kinder betrifft. Was die Gefängnisse betrifft, da dürfte sehr unterschiedliche Situationen sind, die kenne ich nicht wirklich vom eigenen Betrachten, aber angesichts der prekären Umstände muss man sagen, dass die SDF, finde ich, grundsätzlich hier einen menschenrechtskonformen Umgang versucht. Ja. Markus, dann würde ich dir gerne noch Abschlussworte geben und dann zu anderen kommen. Ja, vielen Dank. Dann nutze ich das einfach, um die aufgeworfenen Fragen vielleicht nochmal anzusprechen. Also Thomas Schmiedinger, ich würde da zustimmen, also dass diese unmenschliche Behandlung, da bin ich auch mal sehr gespannt, sozusagen, was der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte da jetzt sagen wird am Mittwoch. Also der Fall, wie gesagt, aus Deutschland, das war, ich habe jetzt die Details nicht mehr so ganz im Kopf, aber das ist eben auch ein Extremfall gewesen, ein Einzelfall. Und ich habe da nicht in Erinnerung, dass es da so viele andere Entscheidungen danach nochmal gegeben hätte, wo deutsche Gerichte gesagt haben, hier ist die Not jetzt so groß, da gibt es eine rechtliche Pflicht zur Rückholung. Ich würde auch eher sagen, das Problem ist genau das, so eine Art, genau so ein juristischer Limbo, so ein bisschen, dass man da einfach nicht mit seinen rechtlichen Anliegen irgendwie weiterkommt. Man ist da, man ist ja auch nicht wirklich in Haft, also man ist in diesem Lager, man kommt nicht raus. Deutsche Gerichte, ist auch interessant, erkennen auch gar nicht unbedingt an, dass man da quasi Zeit verbracht hat in Haft. Ja? Also das wird gar nicht unbedingt sofort irgendwie angerechnet. Das genau, ist, würde ich sagen, eine sehr vertrackte juristische Situation da vor Ort in den Lagern. Vielleicht noch ganz schnell zu den anderen beiden Fragen. Das war einmal die Frage nach dem Beweisaustausch oder Beweislage. Also das ist so immer der Punkt, wenn man mit Ermittlerinnen und Ermittlern und Staatsanwältinnen und Staatsanwältern spricht, der größte Painpoint bei denen, dass sie einfach Probleme haben, Beweise aus der Ferne zu beschaffen, ja, also Beweissicherung vor Ort. Dafür ist es eben jetzt zu spät. Die Lage wird also auch immer schlechter. Zeugen können sich schlecht erinnern. Das ist immer schwieriger, da noch Beweise beizubringen. Ein Ansatz, ich glaube, da ging auch die Frage so ein bisschen hin, ist, dass man natürlich versuchen kann, den internationalen Austausch zu verbessern zwischen den Strafverfolgungsbehörden. Da gibt es zum Beispiel auf europäischer Ebene, das kennen bestimmt manche von Ihnen, Eurojust, so eine EU-Agentur, die Strafverfolgungsbehörden und Ermittler zusammenschließt, dass man einfach dafür sorgt, dass wenn man zum Beispiel in Frankreich jetzt Zeuginnen und Zeugen hat, die zu irgendeinem Sachverhalt in Deutschland was aussagen, dass dann irgendwie auch die deutschen Behörden davon mitbekommen, dass da noch Beweispotenzial irgendwie liegt. Ja, also so da dieser Austausch, aber da ist mein Eindruck, da gibt es schon Formate, wo man versucht, das auszutauschen. Also das ist auch das, was deutsche Staatsanwälte einem sagen. Und die zweite Frage war ja, welche Möglichkeiten gäbe es, ein Gerichtsverfahren vor Ort zu machen, wenn ich es richtig verstanden habe. Da ist immer noch so ein Modell angedacht worden, neben diesen UN-Modellen, die wir kennen, also außer diesen Tribunalen vor Ort. Es gibt sozusagen so ein Modell hybrider Gerichte. Da hat man quasi eine Gerichtsstruktur von vor Ort und besetzt die mit internationalen Justizpersonal und hat sozusagen deswegen so eine hybride Form. Also man teilt sich sozusagen dann die Abarbeitung der juristischen Fälle. Das Problem ist halt nur, das setzt eben auch voraus, dass vor Ort in irgendeiner Art und Weise staatlich anerkannte Strukturen bestehen. Also man kommt dann einfach nicht aus diesem großen Problem, über das wir, glaube ich, in dem Panel viel diskutiert, heraus, dass es irgendwie dann Support bräuchte, um Justizstrukturen auch vor Ort Kapazitäten aufzubauen. Genau, sehe ich auch einfach irgendwie gerade offen. Ich weiß nicht, das wäre auch noch eine Frage von mir jetzt gewesen. Da sehe ich gar nicht, ob es da irgendwelche Initiativen gerade gibt. Ich würde fast aus so deutscher Perspektive sagen, nee, gerade nicht. Und das stimmt natürlich nicht so hoffnungsvoll, wie man auch mit den restlichen dort verbliebenen Menschen in den Lagern zeitig irgendwie juristisch fertig wird. Danke. Adnan? You will have the last words. Adnan, du hast das letzte Wort. Man hört ihn aber nicht. Adnan, your microphone is muted. Oh. Yeah, perfect.
Ich werde nur einige Anmerkungen machen, zusätzlich zu dem, was meine Kolleginnen bereits gesagt haben. Also es ist eine sehr chaotische Situation. Es ist sehr bezüglich der die Mütter und Kinder. Ich denke, das ist eine sehr tricky, sehr knifflige Sache. Weil da muss man vorsichtig sein bei diesem Thema, von den Geschichten, die wir gehört haben. Manchmal kommt es vor, dass die Frauen der Kämpfer aktiver sind als die Kämpfer selbst und den aber was die Rückführung betrifft, haben sie trotzdem bestimmte Vorteile als Frauen. Also es geht nicht nur darum, jetzt menschlich zu sein und sie deshalb alle zu befreien. Es sollte schon eine gewisse also es ist gefährlich, diese Menschen ohne jegliche Prozeduren zu entlassen. Sonst wird man von denselben Leuten, die man eben gerade befreit hat, wieder angegriffen. Also man muss entweder sie zurückführen und Orte finden, wo sie Unterstützung erhalten und eine Lösung für sie gefunden wird. Und diese radikalen Gedanken eben los wird. Und vor allem, was die Kinder betrifft, wenn man die Kinder mit den Müttern zusammenlässt, dann kommt es auch oft dazu, dass sie das Mindset beibehalten. Also die Situation ist so. Und ein anderer Punkt ist, also jedes Land würde dieselben Komplikationen erleben, weil es ist sehr selten und es ist nicht so leicht, Lösungen dafür zu finden. Wir müssen alle unseren Beitrag leisten, dieses Problem zu lösen und also mehr Optionen zu erschaffen, weil mit den Optionen, die es jetzt gerade gibt und mit den limitierten Ressourcen, die es gibt, kann die Administration damit nicht umgehen. Wir müssen alle bessere Wege finden und bessere Optionen finden, um das Problem zu lösen. Also sagen mal die gefangenen Erwachsenen und IS-Kämpfer. Also für sie verschlimmert sich die Situation. Und sie planen vielleicht auch Rache und planen, sich zu reaktivieren und zu reorganisieren. Und die Frage ist, was passiert mit denen? Und das kann man nicht nur den kurdischen Kräften überlassen. Also dafür muss eine angemessene Lösung gefunden werden. Es verschlimmert sich und deshalb müssen wir alles tun, um zu versuchen, dieses Risiko zu minimieren und uns einzubringen, um diesen Kindern und Minderjährigen zu helfen, damit sie die radikalen Gedanken loslassen. Das war mein letzter Punkt. Dankeschön. Yeah, thank you, Adnan. I think this had been very important. Danke, Adnan. Ich glaube, das war ein sehr guter letzter Punkt. Es wird nicht eine einzige Lösung geben, denn es ist einfach viel zu kompliziert. Und das Thema ist etwas, was alle beschäftigen sollte. Und wir werden auch in Kontakt weiterhin bleiben und unterstützen. Nicht angesichts der Zeit. Wir sind jetzt eher am Ende. Ich glaube, ich habe es ja auch gerade zu Anand schon mal gesagt. Uns beschäftigt das bei Medico schon lange, das Thema. Wir werden daran weiter
werden das weiter verfolgen. Und ich glaube, genau, es ist nochmal deutlich geworden, wie komplex auf juristischer Ebene, auf humanitärer Ebene, auf Menschenrechtsebene, also wie viele unterschiedliche Ebenen sich da in dieser ganzen Frage des Umgangs, des juristischen Umgangs der Rückholung, wie viele Ebenen sich darin wiederfinden. Genau, da könnte man eine ganze Konferenz zu organisieren, wahrscheinlich, um wirklich zu denen, also wir haben ja heute super viel angerissen, nur wir haben uns auch entschieden, das bewusst so zu machen, aber genau, ich glaube, da bedarf es einfach noch viel, viel Austausch und politischen Verhandlungen, politischem Willen, um da in den nächsten Jahren nochmal weiterzukommen. Aber danke euch und danke euch vor allen Dingen für genau diese gute Debatte.